Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen. So wie ich gerade hier sitze, sitze ich auch immer im Autobus oder in der U-Bahn, dass ja niemand Platz hat. Spaß. Leute, der Titel passt nicht ganz. Das Wort Dilemma ist nicht zu 100% akkurat. Eigentlich müsste es heißen, der Preis, den man bezahlen muss oder das Opfer, das man erbringen muss, wenn man prinzipienorientiert handelt. Aber Dilemma klingt einfach schöner. Das Dilemma prinzipienorientierter Handlung. Als wäre ich so ein Sokrates oder Seneca. Neuzeitphilosoph. Es geht hier auf jeden Fall um eine persönliche Geschichte, wo ich nicht prinzipienorientiert gehandelt habe. Und das geht mir bis heute durch den Kopf. Ich habe die ganze Situation, die ganzen Gespräche sehr bildhaft in Erinnerung und will einfach diese Geschichte teilen, weil ich denke, dass prinzipienorientiertes Handeln sehr wichtig ist, wenn man sich selbst treu bleiben möchte. Und es ist immer so ein Kratzen. Ne? Man wird immer so, es juckt einen, wenn man das Gefühl hat, dass man sich selber nicht treu ist, dass man etwas macht, was man eigentlich nicht machen möchte. Das kratzt innerlich. Und Prinzipien oder prinzipienorientiertes Handeln kann das alles verhindern. Was ist überhaupt ein Prinzip? Jeder kennt das. Ja, es geht mir ums Prinzip. Eine Frau geht mit einem Mann aufs Date, der Mann kommt zurück, redet mit seinen Freunden, ist genervt, weil sie nicht einmal angeboten hat, für ihre eigene Kinokarte zu zahlen. Ein Freund sagt ihm: Geh bitte. 10 Euro hin oder her. Es geht nicht um die 10 Euro. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Das heißt, ein Prinzip ist etwas sehr Eindeutiges, etwas sehr Festes, das steht und so ist es. Ein Prinzip eben. Und man kann Prinzipien für sein eigenes Leben festlegen. Das können alle möglichen Sachen sein. Ich kann aus Prinzip dreimal pro Woche ins Training gehen, weil das ein Teil von meinen Prinzipien ist. Ich bin ein sportlicher Typ, ich gehe dreimal pro Woche ins Training, komme was wolle. Das ist mein persönliches Prinzip und das mache ich jetzt. Und man kann das umso eher auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen anwenden. In einer Beziehung. Es ist ein Prinzip von mir, dass ich nicht fremd gehe. Es ist ein Prinzip von mir, dass ich meine Frau nicht schlage, dass ich meine Kinder nicht schlage. Es ist einfach ein Prinzip, das mache ich nicht. Etwas sehr Festes, etwas sehr Eindeutiges. Und es gab eine Situation in meinem Leben vor einigen Jahren schon, da habe ich von Anfang an, von der Entstehung bis hin zu dem Moment, wo ein guter Freund dann tatsächlich seine damalige Freundin betrogen hat, alles mitbekommen habe. Von Anfang an bis zum Schluss. Und im Verlauf dieser ganzen Kurve oder dieser ganzen Linie habe ich nicht prinzipienorientiert gehandelt. Ganz im Gegenteil, ich habe es mehr oder weniger runtergeschluckt und verschwiegen. Die Situation war so. So ein guter Freund, schon einige Jahre her, der war gerade in einer Beziehung mit einer super Frau, hat auch selber gesagt, das ist wirklich eine sehr ordentliche Frau. Und wie das Schicksal so will oder wie auch immer, hat er durch eine Bekannte eine ältere Frau kennengelernt, die hat ihn irgendwie bezaubert. Das war eine Mutter von zwei Kindern, sie war auch schon verheiratet, das heißt auch sie hatte eine Familie plus Mann, ungefähr 35 plus. Er war 22, 21, also ein junger Typ. Es war einfach eine MILF. Ja, braucht man nicht drüber reden. Es war einfach eine MILF. Und das hat ihn so bezaubert. Und sie hatte auch Lust auf irgendwie so ein Frischfleisch, frisches Gemüse. Er war, kann man schon sagen, ein Bodybuilder. Also wirklich gut gebaut, sehr schöne Figur, muskulös, männlich. Und ja, sie haben sich halt einfach gegenseitig attraktiv gefunden, haben begonnen auf Snapchat, ne, Bilder auszutauschen, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Ich habe das von Anfang an mitbekommen. Ich wusste, er hat eine Freundin, ich habe mit seiner Freundin nicht viel zu tun gehabt, aber ich wusste, er hat eine Freundin. Und für mich persönlich ist es ein Prinzip, nicht fremd zu gehen, wenn man eine Freundin hat, wenn man in einer Ehe ist, wenn man in einer Beziehung ist. Es gibt einen sehr spannenden Vers in der Bibel. Dort heißt es, dass selbst der Gedanke, der lustvolle Gedanke an eine andere Frau bereits Ehebruch ist. Das reine lustvolle Denken an eine andere Frau, während man in einer Beziehung ist oder in einer Ehe ist, das ist schon Fremdgehen. Geschweige denn wirklich schreiben, bis hin zu treffen und etwas mit einer anderen Frau zu machen. Ich habe das aber alles, wie gesagt, miterlebt. Sie haben sich immer mehr ausgetauscht. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, hey, schau, du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht machen. Du hast eine super Frau zu Hause. Stell dir vor, sie macht das bei dir, was wäre dann? Er sagt, ja, wenn sie das bei mir macht, ist es sofort vorbei. Dann ist die Beziehung sofort vorbei. Ich so, siehst du, du kannst es nicht machen. Ich habe aber nicht geschafft, logisch durchzukommen zu ihm. Er war schon wirklich umhergerissen und
Ich habe es dann nochmal über die Bibelschiene versucht, weil er war Christ, Katholik. Ich habe ein bisschen mit seiner Religion argumentiert, habe gesagt, schau mal, rein, wenn du dir die Bibel anschaust, an das, woran du glaubst, darfst du das nicht machen. Du darfst das nicht machen. Nicht ich sage das. Vergiss das, was ich sage, als ein normaler Mensch. Ne, ich war selber 21, 22, so. Vergiss, was ich sage, aber schau, du hast hier deine Autorität, wenn du daran glaubst. Und die sagt dir eindeutig, dass du das nicht machen darfst. Aber auch das hat nicht geholfen. Da waren schon andere Emotionen im Spiel. Und für mich war hiermit alles, was ich machen konnte, erledigt. Ich habe es ihm gesagt. Ich habe ihm gesagt, er darf es nicht machen. Ich habe ihm versucht, noch ein zweites Mal ins Gewissen zu reden. Hat nicht funktioniert. Ich bin fein aus der Sache. Ich habe mein Soll erledigt. Ich habe meine Steuern gezahlt. Was ist passiert? Er hat es am Ende des Tages gemacht. Er hat seine Freundin betrogen. Ich habe ihm gesagt, im Nachhinein, du musst ihr das sagen. Hat er auch nicht gemacht. Er sagt, unmöglich, wird er nicht machen. Im Nachhinein betrachtet bin ich selber den gemütlichen Weg gegangen, weil für mich war es da schon ein Prinzip, dass man seine Freundin nicht betrügt, seine Frau nicht betrügt. Und ich hätte klar und deutlich nach meinen Prinzipien lebend sagen sollen, schau mal, ich werde nicht zu deiner Frau gehen und ihr das petzen. Das würde ich nicht machen. Schreibt mir in die Kommentare, wäre das okay? Wäre das in so einer Situation okay, dass man zu der Frau, zu der Freundin von einem Freund geht, der gerade dabei ist, sie zu betrügen und ihr das petzt und ihr das sagt, hey, dein Mann wird dich betrügen oder er will dich betrügen, er schreibt mit einem anderen. Wenn man als Prinzip festgelegt hat, dass man nicht fremd geht und dass man das auch im Umfeld nicht tolerieren will, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde es nicht machen. Ich hätte ihm aber sagen sollen, schau, ich werde nicht zu deiner Frau gehen, ich werde dir das nicht petzen. Aber das ist mein Prinzip. Ich habe es dir jetzt zweimal gesagt, wenn du das machst, dann ist unsere Freundschaft beendet. Weil wir haben hier eine unglaubliche Diskrepanz in dem, was wir für richtig halten. Du findest es okay, ihr fremd zu gehen, obwohl es gegen deinen Glauben ist. Ich finde es nicht okay. Wie sollen wir da noch zusammenkommen? Ich hätte da auch wirklich sagen sollen, schau, ich will nicht reingrätschen. Ich verstehe, du bist vielleicht emotional aufgerauft. Das kann ja passieren. Also rein selbst fremdgehen, wenn es passiert, ist ja eine Sache. Man kann ja im Nachhinein dann auch zu seiner Frau sagen, hey, ich habe dich betrogen, es tut mir leid, ich weiß nicht, was los ist und dann auch eine Lösung suchen. Aber wenn es so eindeutig ist, dann hätte ich wirklich sagen sollen, hey, schau mal, das war's so mit unserer Freundschaft danach. Mach es, ich werde nicht reingrätschen, ich werde es deiner Frau nicht sagen. So, aber unsere Freundschaft ist an dieser Stelle beendet und das war's. Weil es ist so ein großer Unterschied, ne, in den Prinzipien, dass es halt dann einfach irgendwie wenig Sinn macht, dass man dann noch weiter miteinander abhängt. Das habe ich nicht gemacht. Wieso? Weil es natürlich ein unangenehmes Gespräch ist. Sowas anzusprechen ist nicht angenehm. Eine Freundschaft zu kündigen ist nicht angenehm. Eine Voraussetzung oder eine Anforderung zu setzen ist ja auch nicht angenehm. Man will ja nicht der sein, der irgendwelche Anforderungen stellt und sich irgendwie versucht zu erheben. Und wenn du das und das und das machst, darfst du nicht mit mir befreundet sein. Aber bei Prinzipien ist es halt einfach so. Es gibt Prinzipien und wenn man die bricht, dann ist es vorbei. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, mit Dilemma oder dem Preis, den man bezahlen muss für prinzipienorientiertes Handeln. Hey, unangenehme Gespräche, wo man Freunde verliert, wo man sein Umfeld verliert. Wenn man sagt, das ist mein Prinzip und daran wird sich nichts rütteln. Wenn du dich so verhältst, was komplett konträr gegenüber meinem Prinzip ist, dann können wir nicht mehr miteinander befreundet sein. Aber es ist unangenehm. Es ist ein Dilemma. Weil einerseits will man prinzipienorientiert handeln, für das einstehen, was man richtig hält, sich selber treu bleiben. Gleichzeitig steht dann eine Freundschaft auf dem Spiel, beziehungsweise ist da jemand, der dir gegenüber super war, ein super Freund war, ein richtig korrekter Freund war. Und dem müsstest du jetzt, wenn du dich nach deinen Prinzipien richtest, eigentlich sagen, dass es vorbei ist, dass die Freundschaft beendet ist. Es gibt ein weiteres Zitat aus der Bibel, das ist in einem anderen Kontext in der Bibel gemeint, aber ich finde, man kann das auch gut ummünzen. Das geht in etwa so, was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Wenn man jetzt nicht prinzipienorientiert handeln und all diese Sachen durchgehen lässt, nur weil jemand zu einem selbst korrekt ist, dann hat man vielleicht viele Freunde, viele oberflächliche Freunde. Jeder findet einen cool, weil man spricht diese Wahrheiten nicht an.
diese Prinzipien, die man hat, dass man geht, man lässt so alle Sachen durchgehen. Ja, aber was bringt das, wenn man am Ende des Tages zu Hause sitzt und sich denkt, heißt, eigentlich handeln alle gegen meine Prinzipien. All diese Leute widersprechen meinen Prinzipien. Wieso habe ich was mit denen zu tun? Wieso lasse ich das durchgehen? Das heißt, man hat das Gefühl, dass man sich selber dann halt nicht treu ist. Und ich finde, das kann man so ein bisschen ummünzen. Was bringt einem dieser, die Welt, die man gewinnt, das ganze Umfeld, die ganzen Freunde, ne, indem man eben diese ganzen Sachen durchgehen lässt, wenn man in Wahrheit aber seine Seele verliert, wenn man sich selbst dann nicht treu ist, wenn man das Gefühl hat, dass man seine eigenen Werte verraten hat. Was bringt das dann einem? Ich habe nach dieser Situation kein einziges Mal meine Prinzipien festgelegt. Also man hat ja so Lebensprinzipien jetzt nicht aufgeschrieben, nach denen man so lebt. Aber es ist ja auch mehr, es gehört ja mehr dazu, als einfach nur selber das zu leben. Man darf diese Sachen dann auch nicht im Umfeld tolerieren. Ich will ja nicht ein Umfeld haben, was gegen meine Prinzipien verstößt. Das geht ja auch nicht. Birds of a feather flock together. Die 5 Leute in deinem Umfeld, das bist du am Ende des Tages im Durchschnitt. Und es geht halt einfach nicht, wenn man verschiedene Prinzipien hat, dass man da zusammenfindet. Ich habe diese Sachen in weiteren Leben, in weiteren Jahren sehr oft geduldet. Leute, die zu mir extrem korrekt waren, bei denen habe ich das durchgehen lassen auch in weiterer Folge. Ja? Ich wusste, sie betrügen ihre Freundinnen. Und ich habe da auch nichts gesagt. Ich habe nicht gesagt, hey, sorry, da ist der Cut. Habe ich nicht gemacht. Umgekehrt habe ich auch Frauen erlebt, die ihre Männer betrogen haben. Verlobte Frauen und so weiter. Aber mit Frauen, ich habe keine weiblichen Freunde per se. Deswegen, ja, mit der habe ich einfach nichts zu tun gehabt. Aber auch das habe ich sehr oft erlebt. Unter Männern aber super schwierig, weil für mich ist es ein Prinzip, seine Freundin nicht zu betrügen. Und wenn das dann jemand macht, der zu mir aber extrem korrekt ist, dann, ja, ich habe es in den letzten Jahren nicht angesprochen. Ich habe es in den letzten Jahren durchgehen lassen, runtergeschluckt. Und ich habe nicht prinzipienorientiert gehandelt. Und dann denke ich mir jedes Mal, oder habe mir sehr oft gedacht, ich darf das doch gar nicht dulden. Wenn das mein Prinzip ist, darf ich das gar nicht dulden. Das ist eben der Preis. Das ist das Dilemma prinzipienorientierten Handelns. Ein Prinzip ist etwas sehr Eindeutiges, etwas sehr Festes, in Stein gemeißelt, etwas, was man nicht bewegen kann. Halt, stopp! Etwas, woran sich nichts rütteln wird. Das ist ein Prinzip. Prinzipienorientiertes Leben ist bestimmt ein Leben, in dem man vielleicht eine Zeit lang sehr einsam ist, bis man die richtigen Leute findet, die genauso denken. Gleichzeitig bleibt man sich selber treu und steht für das ein, was man richtig hält. Verhält sich so, wie man es für richtig hält und nicht, wie es am gemütlichsten für einen wäre. Ich lese in letzter Zeit einige Bücher, aktuell The 12 Week Year, und da gibt es auch ein schönes Zitat. Das gemütliche Leben, das führt nicht zu Erfolg. Erfolg ist ein ungemütlicher Prozess. Und auch in so einem Kontext merkt man das. Es ist super unangenehm, einem Freund die Freundschaft zu kündigen, wenn er etwas macht oder gerade dabei ist, etwas zu machen, was gegen den eigenen Glauben oder gegen die eigenen Prinzipien verstößt. Sehr unangenehm, aber das ist es wohl. Das war's mit dem Video, Freunde. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Habt ihr ähnliche Situationen, habt ihr ähnliche Sachen heruntergeschluckt, verheimlicht, obwohl ihr für euch gewusst habt, hey, das geht gar nicht, das ist gegen meine Prinzipien. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch eine gute Woche, einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns in Bälde beim nächsten Video. Haut rein! Mm-hmm.